Ich weiß ja nicht, wie es da gezählt wird. Ich hab die Statistiken tatsächlich bei Fortnite eigentlich noch nie angeschaut. Ich auch nicht. Ich hab dann immer wieder auf bereit gemacht, aber sonst, ja. Ja, getroffen habe ich eigentlich schon gut. Schau ich da mal nach der Runde, wie viele Sterne ich bekommen habe. Mhm. Ich bin eigentlich 2-3 Level bin ich jetzt aufgestiegen. Ich bin jetzt 5 Level aufgestiegen. Und das gerade mal durch 3-mal spielen, ne? Mhm. Also hast du schon einiges am EP eigentlich bekommen. Jo. Ja, ich bin ja schon über eine Stunde. Doch, Stunde 10 sind jetzt. Genau. Erst 2-3 Stunden geht schon immer mal, wenn man streamt. Also jeden Tag probiere ich es jetzt erstmal so auf 4 Stunden zu bringen. Und dann gehe ich irgendwann nach 3-4 Tagen dann irgendwann mal immer höher. Weil wenn ich 8 Stunden am Stück jetzt streamen, wäre für mich generell zu lange. Weißt du, ich meine? Also für den Anfang halt. Weil ich kann nicht 8 Stunden lang, kann ich nicht dauerhaft im Bett sitzen und hier spielen, weißt du? Nee, wieso nicht? Weil mir irgendwann die Füße entweder einschlafen oder mir der Bob was weh tut. Mir nicht. Boah, 4 Stunden heute geht. Boah, 4 Stunden heute geht schon, oder? Machst du dann, oder? Hm? Oh Mann, warum ich? Ey, ich wollte es nur reinstellen, vom Treffen war nie die Rede. Der Spaß, alles gut. Ja, ist halt die Frage, wo ich mich dann mit dem Treff auch ja, okay. Das Handy ist aus. Hä? Das Ladegerät müsste entweder. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf dem Ding müsste eins liegen. Auf dem Stuhl, ja. Ja, probier mal aus und dann hat man dann Bescheid. So. Hast du schon Waffen? Ja. Oh, kann ich, okay, ja, dann... kann ich gescheiten Waffen? Hä? Akku müsste es eigentlich noch 70% oder so haben. Ah nein! Ist gestorben. Mir nicht so... Ah, du kannst den Bot rekrutieren, das 256 Ding. Ja. Perfekt. Ah, das war jetzt bei mir nicht so gut, weil ich ein bisschen außerhalb geladen bin. Außerhalb. Aber der Bot kommt immer hinterher. Ich flüchte. Nee, ich weiß, wie ich es mache dann später mit dem. So wie ich es bei dem anderen Käufer mal gemacht habe, bei Bushalte. Ja. Ja, wir reden dann einfach, wenn ich dann fertig bin mit dem Stream, dann ist es nicht so doof. Das war ein Murks. Das war jetzt noch nicht so eine gute Runde. Das war eine Murks-Runde. Das war's wirklich. Warte, ich gehe mal kurz in die Lobby, dann kann ich nämlich sehen, wie viele Sterne ich schon gesammelt habe. Dann kann ich den nächsten Battle Pass Belohnungen einsetzen. Weil 3 glaube ich mittlerweile habe ich schon. 3 Skins habe ich von dem Battle Pass jetzt schon. Ich habe jetzt 25. Achso, ich hab dich gerade eben mal kurzzeitig nicht gehört. Für 2 Sekunden. Ich hab dich gerade kurzzeitig für 2 Sekunden nicht gehört. Bist du nicht Schlimmes? Nee. Bin ich von dir gewöhnt? Bin ich von dir gewöhnt? Bin ich von dir gewöhnt? Oh man. So, ja gut, 10 Battle Pass Sterne habe ich jetzt wieder. Wie kostet eine Battle Pass? 59? Weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Jetzt schon einen Battle Pass zu holen. Also wo ich ihn jetzt geholt habe, habe ich auf der ersten Seite
einen Skin bekommen. Also du bekommst ja auf jeder Seite ihren Skin. Ja, weil bis zum 25. August ist hier nicht mehr so lange. Jetzt haben wir Juli, August, ja, einen Monat ungefähr noch. Bisschen weniger. Ja, nee, doch sogar ein bisschen mehr sogar noch. Ich glaube, nee, diesmal nicht. Spare ich mir auf. Achso. Ja. Nee, aber wegen einem Monat lohnt sich das eigentlich auch nicht mehr. Also wenn du jetzt Anfang der Season, wenn jetzt die neue Season kommt, Anfang noch fängst zu spielen, dann geht's schon. Dann lohnt sich wenigstens. Aber wenn du dann nur noch 3-4 Wochen Zeit hast, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht mehr so. So. Wir sind ja fast 1000. Na, 950 kostet der. 950 kostet der, ja. Genau. Ja, ich habe mittlerweile 3000 V-Bucks. Ich habe 3,5. Ja, ich hab nie was ausgegeben. Im Shop habe ich vielleicht ein, zwei Mal einen Skin oder sowas gekauft. Ich gar nicht. Aber sonst. Nee, aber ich sonst habe gar nichts ausgegeben sonst. Ich habe nur gesammelt. Weil durch den Battle Pass, wenn ich mir den immer wieder kaufe, kriege ich ja sowieso 950, mehr V-Bucks sogar. Und da lohnt sich das. 1300. Ungefähr. Genau, so circa. Genau. Und da lohnt sich das halt dann wieder, wenn ich das reingesteckt habe an V-Bucks. Aber wenn du Ende des Monats und es nicht hinschaffst, dann lohnt sich nicht. Nee, dann nicht mehr. Außer du bist das Level 95, 96 oder so. Dann bringt sich das schon, aber sonst nicht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, welche Skins ich eigentlich noch auswählen kann, aber die anderen Skins würde ich irgendwie gar nicht spielen, weil ich weiß nicht. Die sehen irgendwie nicht so nice aus. Weil den einen Skin, den ich jetzt habe, das ist der Spielspezialist, Spielspezialistin. Die wurde in Season 1 eingeführt. Also allererste Season. Jo. Wie viel hat der mir mal gekostet? Ich glaube, der hat mir damals im Shop bloß so 800 bis 1000 V-Bucks gekostet. Das geht ja schon nur. Nicht teuer. Nee, eigentlich wirklich nicht. Da dachte ich mir halt dann, okay, soll ich mir den holen oder nicht? Und dann dachte ich mir einfach, komm, egal, wo ist der denn? Dann habe ich noch einen anderen Skin. Ja, okay, der ist Kapitel 2, Season 3. Dann den Türk und Springflut, der ist auch Kapitel 2, Season 1. Oder? Ja. Also ich habe noch einen, aber der ist eher aus Kapitel 2, Season 1. Davon habe ich nichts mehr. Dann habe ich noch einen, eine Iris, die ist aber aus Season 2 schon. Ja, hätte ich schon Anfang der Zeit angefangen, Fortnite zu spielen, also wo die allererste Season angefangen hat, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt die OG-Skins, sowas wie Ghoul Trooper oder Renegade Raider oder so. Das erste habe ich in einer anderen Konsole gespielt am Anfang. Ich habe ab welcher Season habe ich angefangen zu spielen? Ab Season 5, glaube ich. Ich hatte daheim noch, wo ich daheim bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich einen Computer von meinem Vater gehabt. Und da habe ich dann immer Fortnite gespielt. War zwar nicht so gut gewesen, aber es hat immerhin Spaß gemacht. Nee, es hat immerhin Spaß gemacht zu spielen. Viel zu warm. Ich schalte jetzt mal mein Ding an. Mein Ventilator, mal gucken, ob man den hört im Hintergrund. Ich hoffe nicht. Weiß ich nicht. Also ich hoffe zumindest mal nicht.
Nee, das Blöde ist halt auch, ich kann halt wirklich nicht dauerhaft hier sitzen, weil irgendwann fängt das alles an zu jucken, weil es so schwitzt. Also ich schwitze nicht. Nix. Ich bin die reinste Wärmequelle. Obwohl bei mir schon 33 Grad sind. Aber du hast es trotzdem schön kühl, oder? Mhm. Bei mir ist ab 35 Grad die Spitzen anfangen. Oder? Bis dahin ist bei mir alles noch kühl. Also bis dahin, da bin ich schon zusammengeschmolzen. lass wieder Friends hier, dann hole ich mir wieder den Bot. Nee, trinken ist gut. Ja, immer. Ja, ich habe mir jetzt letztens von, kennst du Radbrauerei? Mhm. Da habe ich mir zwei Getränkekisten bestellt. Saugeil. Boah, sau teuer auch. Nö. Mhm. Dann kostet der Kasten. Nee, dann kostet der Kasten gerade mal 8 Euro oder 14. Und dann geht's eigentlich. Jo. Da habe ich mir zwei Kästen jetzt bestellt, also einen für 8 und einen für 14 Euro. Bin ich bei 22 Euro gerade mal. Und hab halt 40 Flaschen zu trinken, das reicht für einen Monat. Mhm. Das Doofe ist halt, du musst halt immer schauen, wann der nächste Liefertermin ist, weil es gibt immer bestimmte Liefertermine, wo die nur liefern. Das ist ein bisschen doof, aber sonst ist eigentlich schon gut. Ist es normal, dass ich mich nicht bewegen kann? Eigentlich nicht. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Wie? Wo bist denn du? Ich schwebe immer noch an der gleichen Stelle. Hä? Ich kann mich. Ich seh's gerade. Kann mich nicht bewegen. Nix. Ich seh's gerade. Du gehst irgendwie gerade so in einem Ding runter. Wie heißt das? Du stehst immer wieder und dann kommst du runter. Du stehst, kommst du runter, stehst, kommst runter. Warte, ich schau jetzt mal, ob ich Waffen herkriegt, dann. Ja, natürlich wird bei mir geballert. Na Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Das ist doch richtig komisch. Hey, das ist doch. Jetzt genau, weil ich unten bin, geht's. Nicht verarschen. Na toll. Du bist schon ein bisschen weiter weg, ne? Ziemlich weit weg, und es sind überall Gegner. Ah, bei mir sind auch zwei Gegner. Ich schau jetzt mal, dass ich ein Auto herkrieg. Ah, geflüchtet, haha. Bitch. Oder schau mal, ob du vielleicht auch ein Auto herbekommst. Dann sind wir schauen, bis die erstmal wegkommen. Weil die schießen ziemlich gut. Nicht. Nicht? Immer noch besser, als wenn sie gut schießen. Und die ballern halt auf mich drauf, aber kein Schuss trifft. Oh nein. Nicht gut. So, ich geh jetzt gerade mal in deine Richtung. Mhm. Da müsste doch irgendwo ein Auto rumstehen. Das ist doch nicht. Stich. Ah, da ist ein Tankstelle. Da könnte vielleicht ein Auto stehen sogar oder ein Motorrad. Dann komme ich zu dir hin. Oh, ich habe überlebt. Das ist am besten. Immerhin. Mhm. Ja, da steht hundertprozentig ein Auto. Perfekt. Nee, ich nehme Motorrad. Ich nehme Motorrad. Wieso nicht drauf? Oh, ist bei mir high. Ah, da bist du. Perfekt. Komm schon, hoch da. Komm schon hoch da. Ah. Ich glaube, Schwierigkeiten zum Fahren, oder? Ja.
mir noch ein, noch so ein Eis für dich. Jo. Weiß nicht, ob du das Grüne vielleicht brauchst. Das ist für? Das ist ein Eis und Waffel. Frosteis. Verdammt. Dankeschön, Bot. Hm. Ah, wir sind sogar gerade in dieser Gegend, wo man Gegner ausschalten muss. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo hinter uns. Ja. Aber in der brauch Richtung. Wir, brauchen wir das Motorrad eigentlich noch nicht, oder? Nö. Okay. Ja, die Handschuhe schmeiß ich auch weg. Ja, das ist irgendwo, oh, da, das ist irgendwo da hinten. Der entfernt sich von uns. Ach so. Ja, dann. Sum, sum, sum. Was war denn das jetzt? Sum, Sabine. Ich habe gerade so eine versucht, so eine Tür zu öffnen. Mhm. Da bin ich jetzt gerade voll weit hochgeflogen. Das war diese Tür hier. Ah, das ist ein Gegner. Ich hab gerade schießen können. Ist die eine. Offen. Ah. Nein, das ist gut. Links war, glaube ich, falsch. Und rechts war richtig, ist blaue. Ach so, ja, weil den hinteren, wo ich gerade aktivieren wollte, bin ich in so einem Drift. Der war falsch. Oh, aua. Weil bei den rechten, bei den rechten bin ich einfach nur ein Stück hochgesprungen. Mehr war es auch nicht. Ich nehme jetzt mal den Drift hier. Schau ich mal dahinter. Hm. Also genau dahinter. Ich sehe einen Ball an. Der ist hier hinten. Hier hast sind du den Drift? Ja, hast du den Drift auch benutzt? Weil ich gehe jetzt wieder dahinter. Nee. Ah. Ich komme dahin. Ein Schuss. Perfekt. Schau ich mal, ob ich noch die Zone einnehmen kann. Dauert, nee. Dauert nur eine Weile. Achso, das war mein Bot. Ich dachte schon, das ist ein Gegner. Schauen, welche Waffen hier noch rumliegen. Den Mettnebel nehme ich jetzt mal mit. Schlüssel habe ich nicht. Oh, kletter halt. Ja, okay, da oben haben die Kiste auch schon. Nee, da lag überhaupt keine Kiste. Oh. Hier ist wenigstens eine Munitionskiste. Perfekt. Ich bin perfekt geflüchtet von den anderen. Perfekt. Ah, hier ist irgendwo ein Gegner. Mhm. Entweder im Haus oder... Ah, da ist er ja. Ich bin noch nicht da. Hab ihn? Da ist noch einer, oder? Also bei mir ist, war jetzt bloß gerade einer gewesen. Den hab ich... Den hab ich jetzt geholt. Aber liegen überall nur Schrotflinten. Hm. Oh, meine gescheite Waffe. Mythische Munition. Ich will der hier Twitch-Stream anmachen. So, nee, ich hab grad den Manager wieder. Da schaue ich immer, welche Streamzeit ich schon habe. Ach so.
Ja, bei mir steht's oben links drauf. Ja, Eineinhalb ich Stunden. müsste 1,5 Stunden sind es bei mir auch schon, Ich kann es dir sagen, wenn wir bei 4 Stunden sind. ja. Also heute mache ich bis 18, ja ungefähr bis um 18:30, 18:45, weil ich treffe mich ja dann später mit einem Käufer noch am eBay, der mir jetzt gerade vorhin geschrieben hat, weil Das ist nicht so lang, oder was? der andere will ja nicht gehen. Sie als ich. Ach, der ist zu faul. Ja. Passt doch gleich. Der ist zu faul. Hat er gemeint, so, ja, du verkaufst das Handy, dann gehst auch du raus. So sehr feststellst und aufstellen. Oh Mann. Nee, ich mach das schon. Passt das schon. Brauchst du noch Schlüssel? Jo, will ich auch zwei Hä, ich Stück. kann noch mal. Ich kann noch mal was auswählen. Er wird Oh, was schießt der abgeschossen. Mann? Oben. Nein! Die linke Neuigkeit, ich bin Arsch. Der verdrückt sich jetzt. Nicht. Ah, den Skin hatte ich auch, den er gerade gespielt hat. Ich mit dem er wieder. Nice. War es denn da gerade eine Kiste angezeigt? Lol. Nö. Oh, bin abgeschossen. Von wo? Gute Frage. Ah! Nein, 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 komm, komm, komm. Ah, das gibt's doch nicht! Ei! Okay, einen habe ich, noch einer. Der andere ist hinterm Stein. Nach. Oh, Mann, 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 Mann.